Farbteig kommt in den Eimer für weißen Farbteig. Titandioxid und Kreide gut miteinander verrühren. In den Streicheimer die gewünschte Menge abfüllen. Mit Balsamterpentinöl auf beinahe die gewünschte Konsistenz verdünnen. Durch ein Sieb kippen. Wieder zurück in den Streicheimer. Werkzeuge, Sieb und Streicheimer mit Terpentinöl auswaschen. Und damit auf Endstreichfähigkeit herabsetzen. Werkzeuge mit einem Fetzen sauber machen.